Ja, sehr schön. Der große Rahmen ist jetzt komplett auseinandergebaut. So sieht das ganze Stück aus. Das Einzige, was ich drin gelassen habe, ist die Kurbel, weil die Kurbel wird auch hier drin bleiben. Und die läuft auch noch einwandfrei. Es ist null Quietschen, Knacksen, sonstiges am Innenlager. Da muss man wirklich nicht die Kurbel ausbauen. Ja, ansonsten Bremse habe ich auch runter gemacht. Ja, eigentlich alles außer Dämpfer, die ganzen Gelenke und die Kurbelgarnitur. Ansonsten ist hier alles demontiert. Und ja, die Fox 40 habe ich auch noch auseinandergebaut. Zeige ich euch auch gleich mal. Moment. Haben wir hier eigentlich nur das Casting und die beiden Brücken. Ja, das wird auch lackiert. Ist ja dann für Swoop. Richtig schönes dunkles Schwarz. Ja, hier sind auch schon einige Kratzer drin. Aufkleber habe ich jetzt im Heißluftfüll noch runter gemacht. Und ja, jetzt ist das auch wieder blank. Mal schauen, vielleicht tue ich es in der Firma noch ein bisschen Sandstrahlen. Aber den Rest macht eigentlich der Lackierer. Genau, ansonsten habe ich fürs Radeln jetzt auch alle Teile blank. Die liegen alle hier, die müssen alle lackiert werden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde es jetzt nochmal durchschauen, aber normalerweise nicht. Ja, soweit so gut zu dem Projekt. Jetzt warten wir dann eigentlich darauf, dass die Sachen wieder vom Lackierer kommen. Und dann wird es auch schon spannend. Dann können wir es nämlich zusammenbauen. Und da freue ich mich richtig drauf. Das wird, glaube ich, eine richtig coole Sache. Das wird ein richtig cooles Video. Dürft euch auf jeden Fall darauf freuen. Und ich glaube, das Bike wird auch richtig sick. Also ich bin selber total gespannt und ich hoffe, dass es jetzt möglichst schnell geht beim Lackierer, dass wir es zusammenbauen können. Weil viele Teile dürften eigentlich nicht fehlen. Steuersatz haben wir alles da. Wahrscheinlich eine neue Bremsleitung für meine Formula-Bremse brauche ich, aber das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Die ist ja schnell bestellt. Ja, also eigentlich dürfte nichts fehlen. Griffe vielleicht nochmal neue. Und dann wollte ich ja gucken, dass ich die ganzen Schrauben vielleicht in Purple lackieren lasse. Da muss ich aber erst nochmal mit dem Lackierer reden, ob der das so hinkriegt. Weil wenn diese Purple-Schrauben nicht dem Purple-Farbton entsprechen, den man so kennt von den Purple Bike Parks, dann sieht es auch doof aus. Dann lassen wir das und machen die einfach auch schwarz. Oder wir lassen sie silber, je nachdem, wie sie halt gerade sind. Gut, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ich freue mich auf den Zusammenbau. Und ja, wenn das Zeug vom Lackierer zurückkommt, gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Video, wo wir uns das Ganze anschauen. Und ja, bis dahin, Servus!